Nein, das ist ihnen nicht gelungen, liebe Schwestern und Brüder. Das ist ihnen nicht gelungen, dass er sich in seinen eigenen Worten verfange. Das gelingt niemandem. Wer das Wort Christi nimmt, es hört und es wirklich nimmt, es nicht so nimmt, es hartnäckig mit Fragen zu bedrängen, Fallen zu sehen, dazu ist dieses Wort nicht in der Welt. Dem wird es nicht gelingen, dass sich diese Worte gegeneinander ausspielen. Naja, aber sagen jetzt aber viele, aber es gibt aber bitteschön, wenn man genau liest, schon Widersprüche im Neuen Testament. Es war, liebe Schwestern und Brüder, den Schlaumeiern und Heretikern aller Zeiten vorbehalten, genau das so zu sehen. Die Kirche erkennt und hört Christus immer ganz. Deshalb heißt sie katholische Kirche. Sie nimmt nicht einen bestimmten Jesus heraus, der ihr gerade vielleicht von der Zeitströmung passend entgegenkommt. Und dafür lässt sie andere Sätze Jesu fallen. Sie sortiert nicht. Sie hat immer den ganzen Christus, den Paulus bezeugt, von dem der Hebräerbrief schreibt, der Christus, der in der Apokalypse beschildert wird und in den vier Evangelien, im ganzen Neuen Testament. Und zum Schatz Christi gehört ebenso das Alte Testament. Diesen ganzen Christus muss man sehen und muss man annehmen. Dann entgeht man allen Fallen. Dann gibt es keine Widersprüche. Wir sollten uns vor diesen Fallen hüten, die uns in Widersprüche hineinsetzen, die, wenn man denn wirklich katholisch ist, im besten Sinn des Wortes, das heißt, alle und alles und den ganzen Christus im Blick zu haben. Wir sollten uns vor diesen Fallen hüten, die uns immer wieder gestellt werden, die uns medial oder von den Schriftgelehrten unserer Tage sehr taktisch klug oder trickreich gestellt werden. Aber das ist nicht Glaube. Das sind Fallen. Das sind Knäuel am Ende. Und genau die trifft das Wort, das Jesus heute sagt. Ihr habt den Schlüssel zur Tür der Erkenntnis weggenommen. Ihr seid nicht selbst hineingegangen und die, die hineingehen wollten, habt ihr daran gehindert. Deshalb ist es gut, wenn wir Christus glauben, wenn wir in und mit der Kirche glauben.